Guten Morgen! Die Zeit, der Stoff, aus dem das Leben ist. Wieder mal ein Buch, was sich nicht mit Ernährung beschäftigt. Meine Interessen sind ja vielfältig und ja, dieses Buch gehört zu den Bestsellern von den Büchern, die aktuell erschienen sind. Und das war für mich ein Grund, ja, mich damit zu beschäftigen. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über Zeitmanagement und wie ihr eure Zeit besser einteilen könnt und Tricks und Tipps. Ich verlinke euch das oben, das Video. Ja, ich denke, das ist für eine bewusste Lebensführung schon sehr interessant, sich mit der Zeit zu beschäftigen. Das Buch ist in drei Teile unterteilt. Der erste Teil ist, wie Zeit entsteht, also das Zeitgefühl, also die innere Zeit. Der Teil 2, der nennt sich Zeitnutzen, also wahrscheinlich so praktische Sachen, würde ich zumindest, oder habe ich vermutet. Und der dritte Teil ist die kosmische Dimension der Zeit. Das heißt, der wird ein bisschen in die Physik abgedriftet. So, das sind die drei Teile. Das gesamte Buch ist 300 Seiten stark und gibt es für 10 Euro, das nochmal direkt am Anfang, weil viele wollen so die Hard Facts direkt am Anfang haben, um dann abzuschalten und zum nächsten Video. Also, okay, das war's jetzt zu die Hard Facts. Okay, zum Buch an sich, also zum Format, also wie es so aufgebaut ist und was man so sagen kann, also die Art und Weise, wie geschrieben wurde, ja, ist absolut alltagstauglich. Das heißt, jeder würde das Buch verstehen, nichts Wissenschaftliches, alles sehr, sehr einfach zu verstehen. Bisschen komisch, die Anmerkungen, manchmal gibt es ja so Anmerkungen, so eine kleine Fußnote, die ist nicht direkt unten, sondern die ist irgendwo dann hinten, da muss man hin und her blättern. Ich finde nach wie vor das immer viel, viel schöner, wenn die Anmerkungen direkt auf derselben Seite sind, wie die Anmerkung ist. Ist leider nicht der Fall, aber gut, okay. Ja, er fängt halt an, im ersten Teil, die innere Uhr. Und da fängt er an, da gibt es verschiedene Tests und da gab es Experimente, dass die innere Uhr, und zwar also wenn es darum geht, 24 Stunden zu messen, dass, oder einen Tag zu messen, so ein Biorhythmus, dass die innere Uhr der Menschen eigentlich länger als 24 Stunden geht, sondern so im Schnitt 25 Stunden. Und da gab es halt diverse Tests. Ja. Und da ist bei mir so ein bisschen, ja, so das erste Mal habe ich mich gefragt, okay, wieso? Ich meine, wir haben ja die Sonne, wir haben ja den Morgen, wir haben den Mittag und Nachmittag, wir haben den Abend, die Nacht und dann wieder den Morgen. Es ist ja der Rhythmus, warum soll ich denn einen anderen Rhythmus haben? Warum soll ich denn immer um eine Stunde dann verschieben? Das ist doch von der Natur so gegeben. Und diese Experimente, und das waren nicht viele, es waren irgendwie so drei Experimente, die er da genannt hat, dass Menschen Sachen in absoluter Dunkelheit sagen sollten, wie viel sie spüren, dass das dann eben nicht den 24 Stunden entspricht, sondern aufgrund meiner Meinung nach von irgendwelchen Konditionierungen oder Gewohnheiten, weil es einfach ein neues Umfeld ist, dass sie sich dadurch chronisch verschätzen, heißt es auch nicht, dass die Menschen ja, jetzt 25 Stunden, dass das der normale Rhythmus ist von dem Tag. Ich meine, das ist doch determiniert durch die Sonne. Das ist doch, na, also für mich irgendwie war das ein bisschen sehr abstrakt und irgendwie nicht greifbar. Und dann versucht er, also meiner Meinung nach hat der Autor, der Stefan Klein, dann auch immer wieder versucht, so generelle Sachen abzuleiten. Wie zum Beispiel, dass der Grundrhythmus von, also erstmal sagt er, es gibt natürlich auch Morgenmenschen, es gibt auch, darf man nicht Morgenmenschen. Und, aber der Grundrhythmus von so einem Morgenmenschen, der müsste so ungefähr gleich sein. Hat er gesagt, ja, 5.30 Uhr fällt der Blutzucker und dann müsste der Mensch so das erste Mal Hunger haben. Und am 10.30 Uhr ist der Verstand am aktivsten, weil das und das und das. Und aber das ist vollkommen, also zumindest auf mich trifft das in Spinnenmorgenmensch überhaupt nicht zu. Und die Thesen, die er in den Raum gestellt hat, ja, das kann man sich irgendwie herleiten, aber selbst in den alten Heilslehren wie Ayurveda und in traditioneller chinesischer Medizin hat man schon festgestellt, jeder hat individuell einen unterschiedlichen Biorhythmus. Also da gibt es nichts, dass es immer wieder das Gleiche ist. Und ja, also da bin ich ein bisschen auf Abstand gegangen in dem ersten Kapitel, die innere Zeit. Und das, ja, das war irgendwie so, ja, von sich selbst so rausgeschrieben, wie er es so denkt, und wie gesagt, die Kritikpunkte habe ich genannt. Gut, dann kam es dazu, dass er ein paar interessante Sachen, so auch wieder Experimente ins Feld geführt hat, wo ich gesagt habe, oh ja, da wird der Individualität der Menschen Rechnung getragen. Zum Beispiel, dass man
in Amerika ein Experiment durchgeführt hat, dass die Menschen ihre Arbeitszeit individuell bestimmen können. Also wann, wo sie arbeiten. Ich weiß nicht, wie das Unternehmen hieß, American oder America oder irgendwie sowas. Und ja, dass sie halt das realisiert wurde, dass jeder Mensch so seinen eigenen Rhythmus hat und dass er dann sozusagen dann besser arbeitet. Und genau das ist auch dann der Fall gewesen. Die Menschen waren zufriedener und die Menschen waren sogar so zufrieden, dass sie lieber auf Arbeit gegangen sind, als zu Hause gewesen sind. Oder ein anderes Beispiel. Auch in Amerika gab es ein Experiment, da hat man, also Schüler und also junge Menschen haben ja die Tendenz, oft abends sehr lange zu machen. Warum auch immer? Das ist tatsächlich eine Sache, die ich wirklich auch von meinen Klassenkollegen damals, gehe nicht mehr zur Schule, auch kenne. Und das war schon so eine Sache, die wirklich auch viele zugetroffen hat. Und ja, und dass sie dann einfach probiert haben, den Start der Schulzeit einfach mal so 2-3 Stunden nach hinten zu verlegen. Und dann erst angefangen haben, Unterricht zu machen. Und die Leistungen sind nach oben geschnallt. Weil die Schüler einfach aufnahmefähiger waren und konnten abends zu der Zeit, wo sie denn gerne am aktivsten irgendwas anderes machen, das konnten das nutzen. Und ist auch heute noch so, dass Schulen in dem Bundesstaat, ich weiß, glaube ich, es war Washington, 25.000 Euro Belohnung kriegen die Schulen, wenn sie ihre Anstoßzeit, sage ich schon, ihre Anfangsschulzeit nach hinten verlegen. Aber natürlich wollen das die Lehrer nicht, die Erwachsenen, die wollen so früh wie möglich beginnen, um so schnell wie möglich mit der Arbeit zu Ende zu sein. Ganz anderes Thema, aber deshalb wird es halt kaum umgesetzt. Aber solche Sachen sind sehr, sehr interessant. Viele Aspekte, die daraus sozusagen sich erschließen, dass man halt der Individualität der Menschen Rechnung trägt und so weiter. Da gehe ich vollkommen mit dem Autor. Wirklich sehr, sehr interessant. Ja, irgendwie müssen ja die 300 Seiten ja auch gefüllt werden. Also das, was ich euch sage, ist ja nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Und ja, und auch der Aspekt, dass sehr, sehr viele Millionen Erkrankungen seiner Meinung nach auf einen falschen Rhythmus, auf einen falschen Tagesrhythmus zurückzuführen sind. Da gehe ich auch mit. Ne? Da sind wir wieder bei diesem Unternehmen, was entsprechend den Arbeitgebern einfach Raum gegeben hat, sich zu entfalten und nach ihrem eigenen Biorhythmus zu leben. Und das ist auch die Problematik, unter der viele Deutsche leiden, dass sie halt sich von ihrem Arbeitgeber ihren Rhythmus aufzwingen lassen und dass sie der Meinung sind, okay, das muss so sein. Ne? Nee, dann sollte man halt was anderes tun, ne? Sollte man eine andere Arbeit machen. Und seine eigene Gesundheit ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und wenn man merkt, dieser Rhythmus, der tut mir nicht gut, dann sollte man es nicht tun. Aber wir Deutschen sind halt oft so, ja, aber wir müssen noch Geld verdienen, wir müssen noch ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein, wir müssen unsere Miete bezahlen können und so weiter. Ja, das kann man alles auch in einem anderen Job, der vielleicht nicht ganz so gut passt, aber der einen einfach besser tut. Man muss nicht so viel Geld verdienen. Es reicht für die Ernährung komplett pro Person 100, 150 Euro. Das ist schon eine absolute Luxusvariante, vollkommen aus pro Monat. Aber viele geben 300 Euro im Monat für ihre Ernährung aus. Das ist überhaupt nicht notwendig. Genauso mit der Wohnung. Man braucht keine ultra viel Zimmerwohnung. Ich habe selber schon in einer Wohnung alleine gelebt mit 220 Quadratmetern, Penthouse. So, und jetzt lebe ich in 28 Quadratmetern. Ihr seht quasi meine gesamte Wohnung auf diesem Ding. Und das reicht vollkommen ausreichend. Ne? Aber die Ansprüche wachsen halt. Ne? Auto, wir brauchen Auto. Ne? Klar gibt es Menschen, die auch ein Auto brauchen, weil sie individuell sonst nicht zu ihrem Arbeitsplatz zum Beispiel fahren könnten. Aber ganz häufig ist es Bequemlichkeit. Und ja, und dafür sensibilisiert auch das Buch, da wirklich seinem Tagesrhythmus, seinem individuellen Tagesrhythmus mehr Beachtung zu schenken und dadurch auch seine Gesundheit zu steigern. Finde ich sehr gut. Ja, gibt's gar nichts. Dann werden einzelne Sachen angesprochen, wie man dem entgegenwirken kann. Zum Beispiel, dass man auch eine Tageslichtlampe benutzen kann. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch die mal unten. Ist auf jeden Fall sinnvoll, die Tageslichtlampe zu nutzen. Ja, aber ob das der Weisheit letzter Schluss ist, na, ich weiß nicht. Dann was Zeitgefühl angeht, wird auch das Flow-Gefühl erklärt, wie man halt plötzlich so zeitlos unterwegs ist. Und das ist halt auch eine interessante Sache, wie man sozusagen in den Flow kommt. Er hat seinen Ansatz, ich möchte auch nicht alles verraten, er hat da so einen Ansatz gebracht, der so ein bisschen über das oder anders auf eine andere Richtung hinausgeht, als ich das machen würde. Fand ich jedenfalls sehr interessant. Generell hat er auch einige interessante Aspekte bezüglich des Gedächtnisses zum Besten gegeben. Also auch
also vom Zeitgefühl her, auch da möchte ich nicht jetzt irgendwie alles verraten in dem Buch. Es soll es ja auch, wenn es euch interessiert, kaufen. Das ist halt einfach dem Auto geschuldet. Ich bin immer so, ich würde am liebsten euch das ganze Buch erzählen, die Quintessenz, und ihr braucht es euch nicht zu kaufen. Aber es wäre einfach unfair. Ich empfinde es unfair gegenüber dem Auto, auch gegenüber dem Verlag. Die Verlage tun mir ja immer das Buch kostenlos zur Verfügung stellen. Und von daher, ja, ich möchte aber, dass ihr wisst, was in dem Buch zu finden ist. Und deswegen, ja. Aber dann ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe so bei dem Teil 2 Zeit nutzen gedacht, okay, jetzt kommen so die praktischen Anleitungen. Also, so, tu das, so wie ich in meinem Video im Zeitmanagement. Aber das war exakt eine Seite. Also nicht das Kapitel Zeit nutzen, das war dann auch wieder so, da wurde Hinweise, dass man überstimuliert ist und Konzentrationsstörungen erleidet aus dem und dem Grund. Und da kann man sich selber seine Ableitung da machen, wie man die Zeit nutzt. Aber so ganz konkret, mach das, das ist eine Seite, wo konkrete Tipps waren. In diesem Kapitel, Zeit nutzen. Und ja, das fand ich irgendwie, boah, schade, irgendwie, also, ja, nicht so toll. Genau. Das dritte Kapitel, das ist schon etwas anspruchsvoller. Da geht es um auch Relativitätstheorie, um Zeit, und das war auch auf jeden Fall sehr interessant, allerdings für mich jetzt nichts Neues, weil ich mich damit schon mal beschäftigt habe. Aber auf jeden Fall eine Sache, wo derjenige, der sich jetzt mit Relativität noch nicht so auskennt oder die Zeit als gegeben, als fest determiniert annimmt, ja, auf jeden Fall interessante Sache. Witzig war kurz vor Ende, auf Seite 275 bis Seite 284, das heißt 9 Seiten, gab es dann tatsächlich nochmal ein paar praktische Tipps. Aus dem, ja, quasi komplett überraschend, mitten im Kapitel der Physik, kam es dann noch so eine kleine, ja, am Ende so 6 Sachen, die man beachten soll. Und ja, das hat mich dann eigentlich schon ein bisschen positiver gestimmt. Ja, alles in allem muss ich sagen, das Buch, wie gesagt, sind 300 Seiten für 10 Euro. Das ist vom Preis her erstmal eine schöne Sache. Allerdings, vieles erscheint mir so ein bisschen selber so zusammen. Also es geht wissenschaftliches Buch in dem Sinne. Also ein bisschen selber so zusammen, wie es sein könnte. Und halt dieser Punkt, dass die Sonne unseren Tag determiniert, dass das ein normaler Rhythmus ist. So, die Sonne geht auf und die Sonne geht runter. Und dass man das so ein bisschen komplett außer Acht lässt. Also im gesamten Buch habe ich so gar nichts gefunden, dass die Sonne auf und dass die Sonne untergeht. Und dass das irgendeine Bedeutung hätte. Also das ist schon irgendwie komisch. Und ich würde einfach sagen, wer sich gerne mit der Zeit beschäftigt und mal das so reinlesen will in aller Ruhe, auch warum er manchmal so ein komisches Zeitgefühl hat oder warum für manche Leute die Zeit in der Jugend viel, viel langsamer vergangen ist als die Zeit im Erwachsenenalter, für den macht das Sinn. Aber das trifft halt nicht auf alle zu. Bei mir zum Beispiel ist es so, die letzten 3 Jahre, seit ich YouTube mache, ist so, dass die Zeit für mich so langsam vergeht, noch langsamer als ich ein Teenager war. Das ist halt einfach die Sache, die Tage sind so voller Ereignisse, so voller Gedanken, was ich tue, was ich mache. Auch das Bewusstheitslevel ist halt angestiegen bei mir. Und das ist so ein Tag ist so gefüllt mit so vielen Ideen, so vielen Menschen. Und entsprechend ist es bei mir jetzt nicht so. Aber vom Grund her, der normale Mensch, der dann irgendwann im Berufsalltag gefangen ist, ne, für diesen Menschen ja, ist es dann tatsächlich so, dass das Leben dann so scheinbar an ihm vorbeistreift. Und warum das so ist, ja, kann man sich eigentlich denken. Ne? Man muss halt einfach selber Akzente setzen und selber bewusst aktiv am Leben teilnehmen und eben sich nicht vom Leben leben lassen und von der Gesellschaft vereinnahmen lassen, sondern man muss aktiv bleiben und sich wehren gegen den Konsum, wehren gegen das Geld. Tatsächlich, das klingt so bizarr, aber es ist so, man muss sich da wehren. Das ist das süße Gift des Geldes. Ja? Und auch, naja, es würde zu weit führen. Also, ich gebe für das Buch 4 Sterne, Stefan Klein, Zeit, der Stoff, aus dem das Leben ist. Eine Gebrauchsanleitung. Also, bei dem letzten Punkt, Gebrauchsanleitung, naja, sehr viele Inspirationen, so darüber nachzudenken, aber so eine konkrete, praktische Leitfaden, wie man damit umzugehen hat, summa summarum maximal 10 Seiten. Wenn ihr damit was anfangen könnt, kauft es, ich habe es euch unten verlinkt, oder verschenkt es und buckt es euch aus. Macht's gut, euer Christian. Ciao.